Yo, Freunde, was geht ab? Aimi und ich wollen heute Nacht im Wald übernachten, unsere Ausrüstung austesten, ein paar Sachen ausprobieren, ein bisschen Erfahrung sammeln und überhaupt mal schauen, ob wir die Nacht überstehen werden. Denn es ist ziemlich windig, kalt, nass. Ich hoffe, es wird nicht regnen. Und so wie es aussieht, fallen die Temperaturen heute auch ja, unter Null. Wir haben jetzt schon knapp 2 Kilometer hinter uns, müssen noch ein bisschen laufen. Und sobald wir beim Wald angekommen sind, wo wir dann auch reingehen, erzähle ich euch, was unsere erste Aufgabe des Tages sein wird. Und Schatz, bist du bereit? Ja. Auf geht's, oder? Komm. Knapp eine Stunde später befinden wir uns jetzt am Waldrand. Hier werden wir reingehen. Unsere erste Mission lautet, unbedingt Wasser finden. Also ich habe schon ganz schön ordentlich geschwitzt und ohne Wasser werden wir nicht weit kommen. Ein bisschen kennen wir uns hier in dem Wald aus, aber eine Wasserquelle, ein Bach oder sowas, wo ich sowas finden könnte, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Mir auch nicht. Du hast rote Bäckchen, so süß, ey. Das wundert mich gar nicht. Irgendwie dachte ich erst die ganze Zeit, es wird zu kalt sein. Aber wenn man so ein bisschen sich bewegt, ne, boah, dann schwitzt man schon. Ist noch angenehm. Bin mal gespannt, wie es über die Nacht wird. Und ob wir ein Feuer anbekommen. Ja, Mann, ohne Feuer geht gar nichts. Na, wir sind richtige Noobs, das muss man wissen. Wir haben noch überhaupt keine Survival-Erfahrung. Bis auf das, was halt Johnny in der Bundeswehr so ein bisschen gemacht hat, ne, Schatz? Ja, Mann, bisschen Bundeswehr und bisschen YouTube-Videos. Das passt schon. Hier ist ja schon überall Moos. Ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass hier irgendwo eine Wasserquelle sein muss. Erstmal kurz Päuschen. Was meinst du, wie lange wir brauchen werden, um Wasser zu finden? Ich denke mal noch so 2 Stunden. 2 Stunden, Alter! Ja, also richtig schönes, sauberes Wasser. Was wir auch trinken wollen, nicht eine Pfütze. Oh, ich schätze mal so eine Stunde. Ja, eine Stunde wäre schon echt ein Traum. Ich denke, das ist realistisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier den einen oder anderen Bach in diesem Wald gibt. Leider höre ich nichts, ob es plätschert, weil die Windräder einfach so verdammt laut sind. Ja, Mann, die nerven voll. Ja, heute ist die Ruhe zu Ende. Da sind die Übeltäter. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so laut sind. Aber liegt auch daran, dass es so extrem windig heute ist, ne? Hab mir vorhin hier ein bisschen Birkenrinde mitgenommen. Die ist leicht feucht. Lasse ich jetzt über den Tag in meiner Tasche in der Hoffnung, dass die trocknet. Und dann hoffe ich, dass wir heute Abend Feuer ankriegen werden. Denn es wäre echt schon ein Traum, mit einer warmen Mahlzeit bei den Temperaturen schlafen zu gehen. Das Feuer wird auf jeden Fall auch eine Herausforderung sein. Ich habe es schon mal in der Vergangenheit probiert, wenn es feucht ist. Und das war eine absolute Katastrophe. Deswegen habe ich eigentlich nicht so viel Hoffnung, dass es heute klappen wird. Okay, komm, Aimi, weiter geht's. Ja, gut. Oh, schaut euch das an. Wie viel Kacke? Rehkacke. Wo sind die Rehe? Und kommst du klar mit deiner Ausrüstung? Ja, klar. Den Baum hat's erwischt. Aber der konnte sich noch abstützen. Dem da hinten geht es ein bisschen schlechter. Ist schon erstaunlich, wie viel Kraft Wind so aufbringen kann. Hier haben wir auch was sehr Nützliches gefunden. Also ich denke mal, das ist sehr nützlich. Harz. Ich werde mich hier mal ein bisschen abmachen. Das könnten wir vielleicht als Brandbeschleuniger benutzen. Stecke ich mir auch einfach in die Tasche. Alter, wie das klebt, ey. Riecht voll gut immer. Du hast aber einen fetten Klumpen gefunden. Der hängt noch mehr. Bedient dich. Boah, hier ist ja alles voll, ey. Wow, schaut euch das an. Schaut euch mal den fetten Brocken an. Ich glaube, der wird richtig gut brennen. Hier noch mehr Rehkacke. Aber hier in der Gegend gibt es auch echt viele. Rehe habe ich schon sehr häufig gesehen. Gerade wenn man so abends oder morgens mit dem Auto vorbeifährt, kommt es schon ganz oft vor, dass mal was über die Straße rennt. Wir suchen Wasser. Wasser. Wir suchen Wasser. Wir suchen Wasser. Wasser. Wir haben hier einen Trampelpfad. Dem werden wir jetzt folgen. Denn die Tierchen, die müssen ja auch irgendwo was trinken, oder? Oh wow, die Sonne geht auf. Wenn ich dich sehe, mein Schatz. Voll romantisch, ne? Ja, wenn wir jetzt noch Wasser finden würden, wäre es noch romantischer. Ja, Mann, wenn wir kein Wasser finden, dann wird es überhaupt nicht romantisch, das sage ich dir.
Hier den Weg geht's bergab. Wir werden da jetzt mal langlaufen und vielleicht wird sich ja Wasser dann irgendwann unten sammeln. Also da am tiefsten Punkt. Jedenfalls habe ich das schon öfters beobachtet in Wäldern, dass es am tiefsten Punkt dann manchmal so Bäche gibt. Für den Notfall, falls wir überhaupt gar kein Wasser finden sollten, werden wir uns dann wohl oder übel an solchen Pfützen bedienen. Ich finde, das muss jetzt nicht sein, aber ja, wäre auf jeden Fall auch interessant, ob das funktionieren würde, so ohne Bauchschmerzen und Durchfall. Aber ich bin der Meinung, wir sind hier schon auf einem guten Weg. Ich meine, schaut euch das mal an. Der Boden, der sieht schon so aus, als wenn hier das Wasser gleich einfach rausspritzen wird. Da haben wir zum Beispiel auch eine etwas größere Pfütze, aber ich glaube, das kommt eher vom Regenwasser. Naja, ich habe so das Gefühl, es wird hier schon feuchter. Guck mal, ey, das sieht mir aus wie eine Pflanze, die ganz schön viel Feuchtigkeit braucht. Was für Vermutungen kommen, wenn die Not groß wird, ne? Naja, noch ist alles im grünen Bereich. So 2 bis 3 Tage überleben wir locker ohne Wasser. Der Stamm ist so feucht. Sieht aus wie so ein langer, großer Strohhalm. Schade, dass man den nicht einfach aussaugen kann. Juhu, wir haben Wasser gefunden. Aber nicht das, was ich erwartet habe. Hier fließt Wasser. Und so wie es aussieht, kommt das da aus dem Waldboden. Ich glaube, das können wir trinken, oder? Ja, ich glaube auch. Ich meine, das kommt da ja irgendwo aus der Erde. Das bedeutet, das ist schon so ein bisschen vorgefiltert. Dann läuft das ja hier noch weiter und wird noch weiter gefiltert. Sieht mir ganz stark nach einer natürlichen Filteranlage aus. Und außerdem haben wir auch noch einen Wasserfilter. Das ist unser erstes Erfolgserlebnis des Tages. Harz. Harz ist auch sehr wichtig. Aber man muss sagen, es ist hier auch nicht schwer zu finden. Ja, Mann. Okay, packen wir mal Wasserfilter aus. Das hier ist unser Filter, hatte ich schon ein paar Mal im Einsatz und bisher war ich echt zufrieden damit. Das Ding hält man einfach ins Wasser und dann kann man hier pumpen. Man kann hier sogar eine Flasche dran schrauben und ich habe hier sogar die passende Flasche mit dabei. Siehst du, wir haben nicht mal eine Stunde gebraucht, um Wasser zu finden. Oh, Hauptsache, du hattest recht. Ja, Mann, ich habe immer recht in unserer Beziehung. Alter, die Flasche ist schon voll. Geil. Wow, es ist auf jeden Fall verdammt klar. Riecht nach gar nichts. Frisches Waldwasser. Soll ich einen ersten Schluck nehmen oder du? Mach du. Du hast ja gerade so schön in der Hand, weißt du? Ja, schmeckt ein bisschen erdig, aber ist in Ordnung. Lecker, lecker. Und schon ein bisschen anders, als bestimmt gesünder wie das Leitungswasser noch, oder? Also wir nehmen erstmal ein paar Schluck und gucken mal, ob das irgendwie auf unseren Magen schlägt. Aber eigentlich sollte da nichts passieren bei dem Wasserfilter. Und dann füllen wir uns die Flasche wieder auf. Vielleicht findet man noch eine andere Wasserquelle, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ansonsten, heute werden wir auf jeden Fall nicht verdursten. Wie viel Liter passen da rein? 2 oder 1,5? 1 Liter. 1 Liter. Ja, warte. Bevor ich Scheiße laber. Ja, 1 Liter. Ups. Was für 2 Liter, ey. Sieht das aus wie 2 Liter? Tu das rausschneiden. Eine Sache stört mich an dem Wasserfilter. Der ist ziemlich groß, verbraucht ziemlich viel Platz. Aber dafür filtert er, glaube ich, richtig gut. Also in der Beschreibung stand, man kann sogar aus den dreckigsten aus den dreckigsten Pfützen Wasser filtern und trinken. Aber ob das stimmt, keine Ahnung. Oh je, das Wasser scheinbar nicht so gut. Das Wasser tut mir überhaupt nicht gut, ne? Ja. Merkst schon was? Was soll ich merken? Du tust so, als wenn ich gerade eine Droge genommen habe und dann fragst, wieso merkst du was? Ja, ich würde sagen, erste Aufgabe haben wir ganz gut erfüllt. Zweite Aufgabe besteht jetzt darin, uns einen schönen Lagerplatz für die Nacht zu suchen und den auf jeden Fall ein bisschen wetterfest zu machen, falls heute Nacht regnen sollte. Laut Wetterbericht soll es nicht regnen, aber man weiß ja nie. Die Bäume sehen schön aus und da unten haben wir so eine Art Naturhöhle. Da gehe ich mal rein. Vielleicht wird das ja unser Lagerplatz. Aber mal gucken. Ah, ganz schön dicht hier.
ich glaube, hier haben wir eine ganz gute Stelle. Ist auf jeden Fall sehr windstill. Und da haben wir einen umgefallenen Baum. Ich glaube, den kann ich uns zunutze machen. Säge haben wir nicht mit, Axt haben wir auch nicht mit. Nur dieses Messer hier. Wir werden den Stamm jetzt mal entasten. Ein Tarp haben wir noch nie dabei, haben wir noch nie in unserem Leben benutzt. Und ja, mal gucken, was das wird. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Geht besser als gedacht mit dem Messer. Ich glaube, auf dieser Seite hier ist mir das ein bisschen zu niedrig. Deswegen müssen wir das etwas erhöhen. Und Amy ist einfach verschwunden. Schatz? Schatz! Nett, dass du dich verläufst. Ich hoffe, das wird hier nicht zu morsch sein. Wir versuchen es einfach mal. Was für eine Meisterkonstruktion. Also, ist ein bisschen flexibel. Aber das Ding sitzt und falls runterfallen sollte, wird es uns ja nicht erschlagen, ne? Hoffen wir es. Ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze hier nochmal zu verstärken. Das war kein großer Akt. Habe ich hier einfach nur nochmal so einen kleinen Stamm dazwischen geklemmt und jetzt wackelt das so gut wie gar nicht. Schon groß, ne? Ja. Wir brauchen Paracord. Die Frage ist nur, wo habe ich das reingesteckt? Ah, da ist es ja. Jawohl. Schaut euch das an, Freunde, Alter. Das ist eine Luxusvilla. Also fürs erste Mal bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir haben hier jetzt so ein paar Stöcker reingemacht, um das zu fixieren. Also quasi Heringe. Ansonsten haben wir es da mit Paracord festgebunden. Ja, falls es regnen sollte, wird hier ein bisschen Wasser gesammelt. Dann werden wir das hier einfach losbinden, ein bisschen tiefer machen und dann sollte das Wasser problemlos ablaufen. Was wir jetzt noch machen ist, wir sammeln uns gleich ein bisschen Holz zusammen und dann wollen wir das hier quasi so als Wand aufstellen und dann sind wir auf jeden Fall von der Seite auch noch windgeschützt. Ja, Alter, irgendwie ist es schon ein bisschen aufregend. Findest du es auch aufregend? Ja, es war was Neues, oder? Schön romantisch. Ach, du mit deiner Romantik, ey, geh mal weg. Das nenne ich mal eine Wand. Ja, hätte man ruhig noch ein bisschen besser machen können. Aber ich finde, ist gar nicht so schlecht. Wir machen jetzt noch so ein bisschen die Lücken mit Moos zu. Und dann könnten wir sogar schon theoretisch da drin schlafen. Aber was viel wichtiger ist, wir brauchen Feuer. Für eine warme Mahlzeit. Und um vielleicht die Handschuhe zu trocknen. Oh, ich habe echt wenig Hoffnung auf Feuer. Aber ich werde es versuchen. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Ast hier zum Beispiel innen drin schon etwas trocken ist, aber außen halt nicht. Vielleicht kann ich die Rinde ja einfach abmachen, den ein bisschen anschnitzen. Ansonsten mal schauen, was ich noch so alles finden werde. Währenddessen ist Amy fleißig und macht weiter mit der Wand. Ich habe jetzt alles fürs Feuer vorbereitet. Ich zeige es euch gerade mal. Und zwar in meiner Tasche habe ich ja noch die Rinde von der Buche plus das Harz. Dann habe ich hier erstmal ganz kleines Zeug gehobelt. Hier ein paar größere Stöcke und dann
werde ich mich langsam steigern. Da habe ich etwas, was etwas nasser ist. Ansonsten habe ich hier dann noch so Kleinzeug, das ist auch ziemlich nass. Das Feuer werde ich hier in dieser Buschbox machen. Hier haben wir so einen Kocher, den werde ich dann da drauf stellen. Und heute gibt es Gemüse-Ravioli mit so ein paar Keksen. Ich werde das Ganze mit dem Feuerstahl probieren, aber erst später, so bevor wir schlafen gehen. Falls es mit dem Feuerstahl nicht klappen sollte, habe ich auf jeden Fall noch eine Geheimwaffe dabei. Einmal ein Feuerzeug. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Esbit mit. Also ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Ich hoffe, dass es im Notfall dann mit dem Esbit klappen wird. Aimi war in der Zwischenzeit auch schön fleißig. Schaut euch das mal an. Ey, die hat hier einfach die ganze Wand mit Moos zugebombt. So sieht das Ganze von innen aus. Also ich glaube, das wird heute Nacht kuschelig. Hoffentlich. Deine Mütze ist so süß, ey. Mhm. Und friert bei dir irgendwas? Nee, bei dir? Bei mir jetzt ganz leicht die Füße, aber ich glaube, meine Schuhe, die sind echt schlecht und ich habe nur ein paar Socken an. Ansonsten bin ich mit dem Rest meiner Ausrüstung wirklich sehr zufrieden. Hier mit den Rucksäcken. Aimis, der ist ein bisschen kleiner als meiner. Der ist definitiv zu klein. Damit bin ich nicht so zufrieden. Und ansonsten hier meiner, ja, der könnte auch schon ein bisschen größer sein, aber der hat hier noch so gute Seitenfächer. Die hat Aimi nicht, das merkt man schon. Aber deswegen machen wir das Ganze ja auch unter anderem, sodass ich jetzt Bescheid weiß, dass wir auf jeden Fall größere Rucksäcke brauchen. Und Schatz, wollen wir das Bett aufbauen? Ja, Luxusbett, oder? Ja, Mann, richtig Luxus. Ja. Also, unser Schlafsetup. Wir haben hier einmal einen Schlafsack. Keine Ahnung, was das für ein Schlafsack ist. Keine Ahnung, was der von welcher Marke der ist. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Ich habe einfach etwas eingepackt, was ich schon zu Hause hatte. Bestimmt so ein Sommerschlafsack. Nein, Mann, Sommerschlafsack ist das nicht, ey. Guck mal, wie dick das Ding ist. Und zusätzlich zum Schlafsack haben wir hier noch so eine Isomatte vielleicht? Ja, Luftmatratze oder so. Die soll es ja auf jeden Fall von alleine aufblasen. Boah, ist ein Luxus. Ja, ich bin mal gespannt, ob das auch so funktioniert, wie das soll. Ich glaube, es wäre noch richtig gut gewesen, wenn wir irgendwas hätten, was man unter den Schlafsack legt, damit der Schlafsack halt nicht nass wird. Weil die Matte, die kommt, glaube ich, in den Schlafsack. Nee, oder? Ja, aber trotzdem hast du ja immer noch die Matte dazwischen. Also, du wirst schon nicht nass werden, aber der Schlafsack halt. Aber ist ja nicht schlimm, den kann man ja dann wieder trocknen lassen. Mit unserem Mini-Feuer. Boah, ich glaube, der ist richtig warm. Eine Anleitung ist nicht dabei, aber ich vermute mal, man rollt das Ding einfach auf und dann hier aufdrehen. Ja, es hat auf jeden Fall gezischt. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur abwarten und dann füllt sich das Ding von alleine, oder? Mhm. Wir haben jetzt hier ein bisschen gewartet und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass gar nichts passiert. Oder wenn überhaupt nur ganz bisschen. Ich dachte, das wird schon ein bisschen dicker. Naja. Was für ein Gentleman. Trägst du sogar noch das Bett ins Zelt, wenn das überhaupt Zelt nennen kann. Wir ziehen uns jetzt aus und dann kurze Pause, würde ich sagen, und Probe liegen. Ich habe nicht so viel Spielraum hier, um mich zu bewegen. Ich kann es nicht glauben, dass wir einfach so in Schlafsäcken mitten im Wald liegen. Ey. Das ist mir erbärmlich. Das ist echt erbärmlich. Und findest du es bequem? Nee. Echt nicht? Du? Ich finde, es geht voll klar, ey. Du hast nach bequem gefragt, nicht, ob es okay ist. Ich dachte, du hättest so einen richtig krassen Schlafsack, ey. Wie so eine Sauna. Irgendwie hast du das viel schöner beschrieben, als es ist. Das hast du auch nur gemacht, damit ich mitkomme, oder? Okay, wir chillen ein bisschen, gucken mal, ob uns warm wird und dann machen wir uns was zu essen. Und ist es warm? Nee, warm kann man das nicht nennen. Was ist denn bei dir nicht warm? Es ist am Arsch kalt und der Rest ist neutral. Ich muss sagen, mein Arsch friert auch ein bisschen, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm wie bei Aimi. Ich habe sogar ganz kurz gepennt und also unbequem finde ich es jetzt nicht. Aber die Matte ist, glaube ich, zu dünn, ey. Wir bräuchten eine dickere Isolationsschicht. Ich glaube, es wird eine harte Nacht. Aber machen wir jetzt erstmal was zu essen. Mal gucken, ob die Birke einfach so angeht mit dem Feuerstahl hier. Alter, ist das hell, ey. Ich bin gleich blind. Okay, die Birke geht scheinbar nicht von alleine an. Das bedeutet, ich nehme hier so ein bisschen Kleinzeug. Aber ich habe so das Gefühl, das Zeug ist einfach feuchter als vorhin. Dann lege ich hier noch so einen Klumpen Harz hin. Alter, das ist so eine heftige Mischung. Probieren wir es mal mit dem Taschentuch. Oh! Das geht zur Not
Ja, hast du da schon reingerotzt? Mm-mm. Achso, da weiß gar nicht. Warte. Okay, ist an, ist an, ist an. Wo ist das Harz? Geh mal her. Leg's mal rein. Oh, leg's rein, leg's rein. Jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt brennt's aber das Harz. Ja, warte. Ah! Nicht, dass es gleich ausgeht, ey. Los, komm mal in die ganze Birke rein. Alter, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, aber nur dank dem Taschentuch, glaube ich. Ja, ist es so. Na, guck mal, ich kann die Holzstückchen jetzt so oben hinlegen, dann trocknen die schon mal ein bisschen. Boah, Alter, es gibt eine warme Mahlzeit heute. So, Freunde, machen wir unseren Topf hier auf. Dann die leckere Gemüse-Ravioli. Mmh, lecker, lecker. Das ist schon eine fette Portion, ne? Jetzt muss das Ding irgendwie da drauf. Ich stell dir vor, das kippt gleich um, ey. Oh, ich verbrenn mich schon. Das ist heiß? Ja. Richtig heiß? Ja. Oh Mann, geil. Okay, wir kümmern uns noch ein bisschen ums Feuer und essen erstmal schön. Wir sitzen jetzt bestimmt schon eine Stunde da und halten einfach das Feuer am Leben. Irgendwie voll die schöne Beschäftigung. Es ist jetzt 18.20 Uhr, wir haben 2 Grad. Heute Nacht soll es 0 werden, unter 0 nicht, laut Wetterbericht. Ansonsten ist es sehr schön ruhig, windstill, eigentlich ziemlich entspannt. Also ich glaube, besser hätte es uns gar nicht erwischen können. So mit dem ganzen Tag bin ich schon recht zufrieden. Ich meine, Feuer hat geklappt, Wasser haben wir auch gefunden. Mit unserer Unterkunft bin ich auch zufrieden. Hast du noch ein paar abschließende Worte, mein Schatz? Ja, war ganz geil. Ich bin noch nicht erfroren. Wir sind ein gutes Team, mein Schatz. Ja, Mann, richtig gutes Team. In diesem Sinne, gute Nacht. Es ist jetzt 21 Uhr. Ich hatte vorhin kurz die Augen zugemacht. Ja, so eine halbe Stunde habe ich vielleicht geschlafen. Amy hat noch überhaupt nicht geschlafen. Ansonsten haben wir die ganze Zeit gequatscht. Von den Temperaturen her ist es in Ordnung. So ein bisschen am Arsch wird es manchmal kalt. Dann drehe ich mich um und dann geht's wieder. Ich habe das Gefühl, das wird eine quälende Nacht, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nochmal ein Auge zumache. Ach, mal sehen. 6.49 Uhr. Geil, wir haben die Nacht überlebt. Hey, Amy, du lebst ja noch. Oh ja. Wie war deine Nacht, mein Schatz? Meine Nacht war anstrengend, aber oh, ich strecke mich erstmal. Wir bauen jetzt ab, dann marschieren wir zurück und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was. Oh. So, ich muss erstmal kurz auf Toilette. Du bist heute Nacht aus dem Schlafsack gekrochen, ne? Ja, weil ich so trinken musste. Ich habe mich nicht getraut, mir war zu kalt. Wir packen jetzt alles ein und zu Hause wird das nochmal getrocknet. Also fürs nächste Mal brauchen wir auf jeden Fall eine dickere Isolationsschicht. Ansonsten, ich habe eigentlich echt ganz gut geschlafen. Ich glaube, ich habe immer so eine halbe Stunde geschlafen, dann wurde mir zu kalt, dann musste ich mich umdrehen. Im Großen und Ganzen fühle ich mich jetzt auch richtig fit und irgendwie fühle ich mich voll glücklich, ey. Was auch ziemlich gut ist, jetzt weiß ich auch so ungefähr, wie viele GoPro-Akkus ich für einen Tag brauche, um ganz genau zu sein, so 1,5. Wir werden jetzt nach Hause marschieren, sind ungefähr so 6 Kilometer. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns nächste Woche Sonntag, denke ich. Peace. Peace, Leute.